Ja, mein Name ist Moritz. Ich habe in der Tischlerei Heinemann in Bad Driburg gelernt. Ich habe einen Schreibtisch mit historischen Eichenbalken gemacht. Ich habe mir so überlegt, dass ich so ein bisschen modern und alt in Verbindung bringe, weil ich finde, der rechte Teil mit dem Korpus durch das Weiß und das Kantige ist sehr modern gehalten. Auf der linken Seite habe ich mir dann überlegt, so irgendeine Stütze musste ich machen, also irgendwas Historisches, weil ich wollte das in Verbindung bringen. Also habe ich historische Eichenbalken gewählt, die ich einfach aufeinander gestapelt habe. Mit einer Gewindestange sind die verbunden, die werden quasi zusammengedrückt und an dem Schreibtisch einfach mit einer Zapfenverbindung festgehalten, dass sie nicht runterfallen. Ich habe Getacor verwendet. Das ist ein acrylgebundener Mineralwerkstoff. Zusammen mit einem Hirnholzanleimer und als Füllung habe ich eine ganz normale Rohspanplatte verwendet und habe mir bei den Schubkästen habe ich mich dazu entschlossen, Vollholz zu verwenden. Eiche geölt, es ist alles geölt, mit einer klassischen Schwalbenschanzverbindung. Habe versucht, irgendwie die Kante von meinem Schreibtisch in den Fronten wiederzufinden und habe dann mich für dasselbe Design entschieden. Das Ganze ist in einem 10 Grad gehalten. Das Knifflige dabei war meine Verbindung von meiner linken Seite, weil rein theoretisch würde das Getacor durchlaufen. Da musste ich aber auf Gärung quasi meine Seite einlassen. Und das Schwierige war dabei, dass ich eine 40 Grad und eine 50 Grad Gärung habe, Schräge habe. Und das war das Knifflige, weil mit Sägen ist bei einer 50 Grad immer ein bisschen schwierig, weil die nur bis 45,3 ungefähr geht. Also musste ich da mit dem Hobel dran. Zum Schluss hatte ich noch ein bisschen Zeit. Da habe ich mir dann noch einen kleinen Stiftehalter dazu gebaut, weil es war noch übrig.